Doogee Mix ist. Ich habe lange überlegt, wie ich diesen Review mache und habe mich entschlossen, ihn ganz normal aus der Endkundenbrille zu machen. Nur kurz, wovon ich spreche. Beim Mix gibt es aktuell auch einige Ungereimtheiten, was Verkaufswerbung und tatsächlich im Gerät vorhandene Hardware angeht. Da könnte ich ein eigenes Video drüber machen. Soll uns hier aber nicht interessieren, da ich schaue, was es kann. Auch ohne auf die Speck zu schauen. Beim Doogee Mix ist die Verpackung schwarz in schwarz. Okay, liegt eventuell am schwarzen Modell, das ich habe. Mit dem Smartphone kommt ein hochwertiges Slim Case. Ein bisschen Blabla. Eine Ersatzschutzfolie. Nein, kein Kondom, mache ich aber gleich auf. Ein SIM-Slot-Pricker. Ein Einfachlader und ein Micro-USB-Kabel. Mini plus Max macht nix. Okay, aber schön, dass die Folie gleich mit Aufdruck zeigt, wo was ist. Auffallend tut mir gleich das Gewicht. Mit 214 Gramm, ganze 40 Gramm schwerer als das iPhone 6S. Grund ist die Rückseite, die auch aus Glas ist. Beide Seiten sind mit einer Folie geschützt, die erstmal runter muss. Die Taster gehören zu den besten, die ich kenne. Absolut hochklassig. Oben der Klinkenstecker für Kopfhörer, unten Micro-USB und Lautsprecher. Zum Schutz, da die Kamera auch raussteht, lieber das Case drum. Was ist also in diesem Ding drin? Ein kleiner Asia-Scherz. Drin ist ein Fingerring. Klebt man hinten aufs Handy. Damit man auch ja überall hängen bleibt. Nutze ich auf keinen Fall. Kann man dann aber seinen Finger durchschieben oder als Ständer nehmen. Also auf zum Handy selbst. Super AMOLED ist wirklich geil. Hell, scharf, kontrastreich, einfach Hammer. Trotzdem aktuell noch mit einem Software-Bug, der im Schwarzbereich noch leicht die rote Farbe anlässt. Sieht man aber nur im finsteren Raum und nicht bei normaler Nutzung. Der vorinstallierte Freemi Launcher ist voll von unnötigen Gimmicks. Glücklicherweise lässt sich das ausstellen. Er verfügt über einen App-Drawer, der schön aufgeräumt ist. Leider ist er mit einigen an Bloatware bestückt. DG Xander und WPS Office, um nur einige zu nennen. Aber es stehen immer noch ganze 50 GB zur freien Verwendung zur Verfügung. Aufgrund der vielen Gadgets sind 1,1 GB RAM immer weg. Installiert ist Android 7.0 und unter den Updates bekommt man auch gleich welche angeboten. Hier sollte man immer auf die neueste Doogee-Version gehen. Fasziniert bin ich weiterhin von dem rahmenlosen AMOLED-Display. 3D-Mark kommt bei iStorm Extreme auf fast 9000 Punkte. AnTuTu bringt knappe 60.000 Punkte und zeigt in den Systeminfos auch ein paar Infos zu der Hardware. CPU-C zeigt, dass kein Root Access besteht und eine Menge an Sensoren verbaut sind. Echt stark. Geekbench rundet das nun mit seinem auch guten Ergebnis ab. Dieses durchweg gute Ergebnis merkt man auch in jeder Lebenslage. Das Mix rennt einfach. Über die verbaute Dual Lens 16 plus 8 Megapixel Kamera gibt es im Netz hier einiges zu lesen. Nach dem letzten Update arbeiten aber beide Kameras und das mit durchweg guten Ergebnissen. Außer bei der 4K Videoaufnahme stockt es. Hier ein Ausschnitt aus der Full HD Aufnahme und einige Fotos. Selbst bei 300% Zoom noch großartig. Trotz des geringen Rahmens ist noch ein echter Hörer verbaut. Auch wenn man im Netz viel über ein Blender-Phone findet, so finde ich die 200 Euro hier sehr gut angelegt. Auch nach intensiven Tests kann ich nur zu einem Urteil kommen: überragend. Hier hat man echte Oberklasse.